Die Betreuung von Kleinkindern ist ein viel diskutiertes Thema in unserer modernen, schnelllebigen und leistungsorientierten Gesellschaft. Der gute Start ins Leben ist auch enorm wichtig. Zentral für die erste Lebensphase ist die sichere Bindung. Bindung ist in der Entwicklungspsychologie die besondere Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern oder Personen, die es regelmäßig betreuen. Warum ist Kleinkindbindung so wichtig? Warum ist es wichtig, dass ein Kind zwischen 0 und 3 Jahren dieses Bindungsverhalten entwickelt? Das ist die Basis für die Zukunft. Das gibt den Kindern die Sicherheit und das Gefühl, ich kann mich verlassen, wenn ich etwas brauche. Und wenn ich Hilfe brauche und wenn ich ein Bedürfnis habe, dann kommt jemand und befriedigt das. Und das ist der Baustein, der für die weiteren Lebensjahre gelegt wird. Die Bindung ist wie der sichere Boden, von dem wir sozusagen wegspringen können. Und wenn wir diesen sicheren Boden nicht haben, dann sind die Kinder verunsichert und sind sozusagen immer damit beschäftigt zu schauen, ob ja jemand in der Nähe ist, der ihm Sicherheit gibt. Das heißt, diese Kinder haben dann keine Energien mehr frei, um zu forschen, zu lernen, sich der Welt zuzuwenden. Die Bindung, ich würde sagen, das ist das erste B, wichtige B im Leben eines Menschen. Es kommen dann noch drei dazu und das wäre die Bildung, der Beruf, das Berufsumfeld und die Biografie eines Menschen. Die wirken sich auf die Gesundheit eines Menschen aus und auch auf die Nachkommen eines Menschen. Der kleine Aaron wird wie jeden Tag in der Früh in der Kita abgegeben. Heute ist mal wieder sein Papa Felix an der Reihe, ihn in die Betreuungsstelle zu begleiten. Aaron ist jetzt 3. Schon seit er 1 Jahr alt ist, wird er in dieser Einrichtung für Kleinkinder in Cherms betreut. Für die beiden berufstätigen Eltern nicht nur eine große Erleichterung, sondern auch die einzige Chance, ihr Kind gut und konstant betreut zu wissen. Auch wenn das manche am Anfang etwas kritisch gesehen haben. Sag mal, Leute, vielleicht im Elternalter, die was gewöhnt sind, in großen Familien aufzuwachsen, wo die Kinder einfach bis zum Kindergarten oder bis zum Schulalter daheim gewesen sind, die haben sich jetzt nicht gerade abwerfen und gesagt, die sind schon an in der Kita. Wie alt ist er denn? Er ist schon mit einem Jahr, da hat man das Kind weg. Also ein bisschen was war schon da. Ich sage halt, Mütter oder Familien oder Angehörigen in so einem Alter, so, für die ist das halt normal. Das ist ja so. Wenn man im Berufsleben tätig ist, nachher hat man die Chance und es funktioniert gut und man sieht, dass es dem Kind gut geht. Also ist da gar kein Thema. Nicht. Aber wie gesagt, die Eltern, Leute, wirklich, sagst du einfach, die kennen das nicht anders. Das sind die Kinder bis zum Schulalter wahrscheinlich in der Familie gewesen, in der Großfamilie. Dann hat es das nicht gegeben. Die sind vielleicht ein bisschen überrascht gewesen. Ich sage jetzt nicht abwärts, aber ein bisschen überrascht diesbezüglich. Ja, schau. Aaron fühlt sich in der Kita in Cherms sehr wohl. Hier ist er mit anderen Kindern zusammen. Und dieser Austausch ist eine enorme Bereicherung für seine Entwicklung. Die beiden Erzieherinnen sind für den kleinen Aaron und für die anderen zu neuen Bindungspersonen geworden. Ihnen können sie vertrauen. Sie wissen, dass sie sich um sie kümmern. In der Kinderbetreuung liegen Chancen vor allem für Familien, die angewiesen sind auf eine gute Betreuung. Das heißt, dass Eltern, wenn sie beide arbeiten, diese Sicherheit haben müssen, mein Kind ist in guten Händen. Hier sind Personen, die etwas verstehen von ihrer Arbeit. Da sind Personen, die reflektieren, die sich austauschen, die die Eltern auch mit einbeziehen. Die Auswirkungen einer außerfamiliären Tagesbetreuung auf Kleinkinder wurden vor allem in den vergangenen Jahren immer wieder von Entwicklungsforschern und Psychologen untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass das Bild, dass nur eine Bezugsperson für das Kind zuständig sein soll, überholt ist. Für das Kind ist die Bindung ein Entwicklungsprozess hin zu Personen, die feinfühlig auf die Signale des Kindes eingehen. Das sind sicher in erster Linie die Eltern oder Erziehungsberechtigten, aber das können auch Erzieherinnen werden. Auch Soziologin Christa Ladurner befasst sich mit dem Thema Kleinkindbetreuung. Sie schreibt derzeit an einer Forschungsarbeit im Auftrag der Abteilung Sozialwesen des Landes.
Es geht um das Thema frühe Hilfe, also Möglichkeiten, um Familien bei der Betreuung ihrer Kinder zu unterstützen, insbesondere bei Familien, die Hilfe benötigen. Ja, wir machen eben im Rahmen unserer Forschungsarbeit auch Befragungen bei Eltern und man sieht eben, dass ganz viele Eltern darüber klagen, gerade mit dem ersten Kind viel allein zu sein. Also das sind hauptsächlich Mütter, die dann die Mutterschaft und die Elternzeit nutzen, aber sie beklagen, einfach isoliert zu werden, also alleine zu sein. Und ich denke, hier ist es ganz wichtig, dass wir Akzente setzen im Sinne von neuen Formen von Nachbarschaftshilfe, neue Formen von sich treffen, damit Eltern eben dieses Gefühl nicht mehr haben. Die Mitarbeiter in den pädiatrischen Abteilungen der Krankenhäuser, aber auch in anderen Bereichen, wie den Mütterberatungsstellen, sind die ersten, die mit Zeichen der Überforderung einer Mutter oder eines Erziehungsberechtigten in Kontakt kommen. Das Allerwichtigste ist, dass die an der Front sozusagen stehen, die diese Kinder sehen, die Mütter. Und manchmal auch, wenn sie sie nicht sehen, wenn ein Termin nicht wahrgenommen wird. Und es ist eine Konstellation einer alleinerziehenden Mutter. Der Vater hat die Familie verlassen, das Gehalt ist nicht sicher. Und es gibt noch zwei Geschwisterkinder und da kann es sein, dass diese Mutter einfach nicht aus Unwillen diesen Termin einer Kontrolle zum Beispiel wahrnimmt, dass wir ihr dafür keine Schuld geben können. Aber so etwas kann ein erstes Warnzeichen sein, dass Termine nicht wahrgenommen werden, weil die Mutter schlichtweg überfordert ist und diese Termine nicht schafft. Und das wirkt sich dann natürlich sehr schlecht auf das Kindeswohl aus. Das Gewicht, das haben wir schon geschaut. Ein schwieriger Start ins Leben wirkt sich auch auf die Gesundheit enorm aus. Ein Kind, das zu wenig Zuwendung bekommt und dem die Bezugspersonen fehlen, um eine Bindung aufzubauen, weisen vielfach schon von Geburt an gesundheitliche Beeinträchtigungen auf. Das Erstaunliche, Erschreckende ist, dass diese Auswirkungen dieser frühen schädlichen Einwirkungen auf das Wohlsein des Kindes sich fast lückenlos weiter verfolgen lassen bis in das Erwachsenenalter und dann auch in das späte Erwachsenenalter. Bei Erwachsenen macht sich eine Bindungsstörung durch ein oder mehrere der folgenden Symptome bemerkbar. Viele Erwachsene, die in ihrer frühen Kindheit keine sichere Bindung aufbauen konnten, sind in ihrem Verhalten sehr impulsiv, aggressiv und provokativ. Sie legen einen besonders oberflächlichen Umgang mit ihren Mitmenschen an den Tag. Das heißt, sie können sich nicht wirklich auf andere Menschen einlassen. Sie wirken unkonzentriert und abwesend. Sie haben oft einen starken Wunsch, alles kontrollieren zu wollen. Sie haben Angst vor Gefühlen wie Liebe und Zuneigung, lehnen häufig Autoritäts- und Führungspersonen ab, weshalb sie oft auch unter sozialer Isolation leiden. Diese Symptome führen dann nicht selten zu einer psychischen Erkrankung. Sehr häufig driften Erwachsene mit Bindungsstörungen irgendwann in ein Suchtverhalten ab. Das hängt mit einem Gefühl von Hilflosigkeit zusammen und der Unfähigkeit, Probleme oder Schwierigkeiten zu meistern. Die sichere Bindung ist deshalb enorm wichtig für uns Menschen. Bindung zählt zu unseren Grundbedürfnissen und diese Grundbedürfnisse stellen die Hauptlebensantriebe dar, auch im Erwachsenenalter. Wir wollen wissen, was die Bedürfnisse von Müttern und Familien in Südtirol sind und besuchen eine junge Mutter in Algund. Bei Verena Spechtenhauser muss der Alltag ohne Partner bzw. Vater ihres zweijährigen Sohnes bewältigt werden. Dieser arbeitet in einer anderen Stadt und kommt selten vor 21 Uhr nach Hause. Deshalb ist die junge Mama, die bald ihr zweites Kind erwartet, auf die Unterstützung ihrer Mutter angewiesen. Eine wertvolle und nötige Hilfe. Ich sehe gleich Vorteile drin. Also abgesehen davon, dass wir uns gut verstehen, das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Aber durch das, dass du im gleichen Haus wohnst, hast du allem jemanden, der dir das Kind einmal zwei Stunden nur nehmen kann, braucht gleich über die Stirn gehen. Jetzt, wo ich es am Bauch habe, ist es auch fein, dass ich mit mir auf den Spielplatz gehen kann. Wir essen zusammen. Also ich sehe jetzt gleich Vorteile drin. Aber das hat sicher ein Kind darauf an, wie die
wie die Oma ist. Und halt eine ganze Nette. Die Großmutter ist so auch zu einer wichtigen Bezugsperson für den kleinen Bastian geworden. Und Verena hat sich einen persönlichen Freiraum geschaffen, der ihr gut tut und unter der die Qualität ihrer Mutter-Kind-Bindung sicher nicht leidet. Zweimal in der Woche besucht Bastian aber auch eine Spielgruppe am Vormittag. Auch diese Auszeit ist für die junge Mutter eine Entlastung. Für mich war die Spielgruppe einfach wichtig, weil ich bin ein Einzelkind. Ich wollte schon, dass er sich mit anderen Kindern so früh wie möglich sozialisiert. Ja, dass er einfach nett ist mit anderen Leuten, aber eben auch Konflikte austragen kann. Dass er sieht, dass es außerhalb von den vier Räumen noch andere Sachen gibt, dass man nicht alles am Hoben kann, dass man dass man auch mal kann zwei Stunden ohne der Mama sein und dass es dichter geht und dass die Mama in der Früh ihn bringt, aber dann auch wieder holen kann, also Sachen halt. Und die sehe ich ganz positiv für ihn, muss ich sagen. Um Kindern gute Rahmenbedingungen für das Aufwachsen bereitstellen zu können, brauchen Familien Unterstützung. Im benachbarten Ausland sind deshalb Initiativen für die frühe Hilfe erfolgreich angelaufen. Das soll auch in Südtirol möglich werden. Das wäre das Ziel eines gemeinsamen Projektes, dass man alle diese sehr lobenswerten Initiativen vereint, dass man Kriterien festlegt, was eigentlich denn und wer angesprochen werden soll und wie wir das machen und dass wir das möglichst einheitlich machen. Einheitlich nicht im Sinne von einem Einheitsbrei, sondern in dem, dass man diese Energien bündelt und gegenseitig positiv diese Synergien nutzt, aber in einem Konzept, das für alle in Südtirol gleich zugänglich ist und auch zur Verfügung steht. Geben wir den Familien genau das, was sie brauchen, den einen einen guten Betreuungsplatz, den anderen anderweitige Aufmerksamkeit und der Appell an die Familien, vertrauen Sie sich an, prüfen Sie sehr genau, wohin Sie kommen, wenn Sie Betreuung und Unterstützung brauchen, überprüfen Sie, schauen Sie, mit wem habe ich es da zu tun und dann merken Sie mit einem offenen Herzen sehr schnell, ob Sie da an einem guten Ort sind. Ja, es ist, wenn man von kleinen Kindern spricht, ganz wichtig, wenn wir uns klar machen, dass das Wohl der kleinen Kinder ganz eng verbunden ist mit dem Wohl der Eltern. Also wenn wir zufriedene Eltern haben, Eltern, die das Gefühl haben, genügend Zeit zu haben für ihre Kinder, Eltern, die das Gefühl haben, ihre Lebenswünsche auch realisieren zu können, dann geht es auch meistens den Kindern gut. Ein altes Sprichwort besagt, wenn Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind, Flügel.